Sie hat einen Ausweg gesucht aus einer für sie fatalen und traumatischen Situation. Lucia hat ihren Ehemann, der ihr aufgezwungen wurde, noch in der Hochzeitsnacht erstochen. Vergleichbar der Geschichte von Romeo und Julia scheitert auch in Gaetano Donizettis großer Belcanto-Oper eine heimliche und verbotene Liebe am blutig ausgetragenen Streit zweier Familien. Denn die junge Lucia wird aus politischem Kalkül durch ihren Bruder Enrico dazu gezwungen, einen reichen und einflussreichen Lord zu heiraten. Lucia allerdings weigert sich hartnäckig, liebt sie doch insgeheim Edgardo, der allerdings für längere Zeit ins Ausland muss. Und deshalb versprechen sich die beiden Liebenden, trotz aller Anfeindungen zueinander zu stehen. Im September 1835 erlebte Gaetano Donizettis sicherlich berühmteste tragische Oper Lucia di Lammermoor ihre triumphale Uraufführung. Ein Erfolg, der sich danach in nahezu allen Theatern in Wien, Paris, London und selbst in New York in gleicher Weise fortsetzte. Ausschlaggebend ist dabei vor allem Donizettis Gespür für eingängige Melodien, für großartige Ensembles und Chöre. Zwar hat sich Lucia durch eine Intrige, durch einen gefälschten Brief schließlich doch zur Heirat mit dem Adligen bewegen lassen, doch ihr Inneres rebelliert, ihre Seele zerbricht. Der Verlust der Liebe zu Edgardo sowie die zerstörerischen Machtstrukturen gerade innerhalb der eigenen Familie bereiten für Lucia ebenso wie für Edgardo den Weg in ein tragisches Ende.